Der Musik, der Mama klingt gut. Doch pflanzlich ohne Fleisch und Gekröse muss die Zauberin 20 Minuten Gerichte weltweit inspiriert ohne tierisches Leid. Vegane Magie, dampfend heiß im Topf. Musti hat das Geheimnis, es ist unser Stoff. Kicherrapsen Curry, Linseneintopf, Avocado Toast, oh wie wir dich lieben, du Herr. Hey ihr Süßen, so, willkommen wieder bei veganeasy.com. Zweite Aufnahme und dann hatte ich auch das falsche Format, das war dann hochkant, passt ja nicht. Ja, also, komm gerade aus der Küche, dann habe ich bei der ersten Aufnahme gesehen, Bart ist durchgeschlabbert mit Joghurt. Also heute gibt es doch mal Joghurt, aber Schlabberjoghurt. Nicht zum Trinken, sondern zum Löffeln. Ja, und wir machen heute zwei Geschichten. Und zwar einmal aus Hafermilch. Den mache ich eben halt süß, weil Hafermilch halt so, ja, ist eben halt von der Farbe so dunkel. Und da dachte ich dann so, nee, den anderen will ich ja eben halt für Tzatziki haben und weil eben halt für hell. Tzatziki, Joghurt, ja, sind halt hell. Ja. Aber ein Hafermilch, Joghurt, halt mit Kakao und Zimt. Ja, also klar, viele werden jetzt denken, aber das ist doch ein bisschen was Weihnachtliches. Nee, Zimt ist mega gesund und auch in Kombination Kakao. Und kann man eben halt dann für sein Frühstück oder eben halt abends beim Fernsehen kicken, bevor man sich eine Tafel Schokolade dann reinballert, weil eben halt dann ja Schokohieber dann irgendwie da mal dann so groß ist. Ja, dann nimmt man eben halt dann so einen leckeren, süßen Joghurt. Ja. Ich habe dann so einen Restbestand von einer Lebensmittelrettung und ja, dadurch sehe ich eben halt zu, dass man eben halt dann ganz viel mit Hafermilch zwischendurch macht und ja, also Shakes, eben halt so Joghurt-Shakes, da einfach bloß die Kapsel rein und fertig. Und ziehen lassen und dann hat man halt einen geilen Joghurt-Drink. Ja, also so ein ganzes Paket Milch drin, einen Top heiß machen, bisschen Honig, dann Kakao rangemacht und macht den auch so nach Gusto. Also werdet ihm halt mehr so soft-schokoladig mag, ihm halt nicht so viel, wie ein halt ein bisschen kräftiger mag, auch ein bisschen mehr rein. So, was haben wir denn noch dran? Ja, und Zimt, so circa 2 Teelöffel. Ja. Und dann ist es lecker. Und dann wurde das halt nicht dick, also wenn man Hafermilch selber macht, dann wird das ihm halt auch so ein bisschen schlotzig, also so puddingmäßig irgendwann. Aber irgendwie bei dem gekauften eben halt nicht. Vielleicht, weil das auch schon mal einmal erhitzt wurde, so, keine Ahnung, bin ich noch nie so in der Materie drin. Also haben wir eben einfach Agar-Agar dran gemacht. Und und dann mal kicken, was jetzt wird. Dann ist das einfach abkühlen. Ich habe es dann eben halt in meinem Shakebecher eben halt drin gemacht, weil da oben der Deckel, der noch mit dem kleinen Pinorik eben halt dann so, dass eben halt immer Luft in, also Kohlendioxid eben halt dann raus entweichen kann. Ich das dann irgendwann uns die beim Aufmachen dann halt entgegenspringt. Muss ja auch nicht sein, ne? Das ist ja sehr ja Sauerei. Ja, und dann weg fertig und dann Cashew-Joghurt. Ja, also ihr braucht wirklich einen Highspeed-Mixer, also das funktioniert nicht mit einem normalen Blender, das ist immer noch so ein bisschen krümelig, nussig und habt ihr keinen Spaß bei. Also eben halt ein Highspeed-Mixer, 80 Tacken findet ihr auch bei mir auf der Seite bei Amazon und also ohne dem läuft es nicht wirklich. Ja, also circa 2 cm Cashew-Kern eben halt rein, seht ihr auf dem Video. Und dann eben halt mit ca. 850, 900 Milliliter aufgegossen, sodass das dann nachher dann so bei einem Liter dann nachher steht. Alle durchmixen, dann hatte ich schon echt Bock, so ansetzen, wo es fertig war und trinken, weil das sah so lecker aus, hat so lecker gerochen. Ja, Geschmack kommt noch nicht, mache ich eben halt da noch nicht ran, weil das wird eben halt dann der Naturelljoghurt. Die ganze Masse auch wieder in den Topf aufkochen lassen, bis es wirklich schöner, geiler Pudding wird.
Und das ist halt geil. Also man könnte im Grunde genommen auch davon einfach nur eine Puddingcreme machen. Mit Geschmacksrichtung, weil die auch dann nachher einfach bloß für einen Kuchen als Creme benutzen könnt, ohne irgendwelche Chemiekacke. Und ja, also ich glaube, ich werde irgendwann mal so einen Cashew-Vortrag machen, weil Cashew ist so geil. Und wusstet ihr, dass im Cashew ein Stoff drin ist, was nachher im Körper umgebaut wird und zum Glückshormon, also Endorphine pur? Leute, jetzt wisst ihr, warum bei mir im Kopf mal die Sonne strahlt, ne? Oder mir die Sonne aus dem Arsch blendet. Ja, es sind die Cashews. Ja, also Cashew machen glücklich. Ja, dann kommen eben halt, wenn alles abgekühlt ist, abgefüllt und abgekühlt ist, macht ihr, also ihr seht zu, dass es unter 40 Grad ist und dann könnt ihr pro Bottich eben halt dann eine Kapsel probiotische Darmbakterien eben halt reinmachen und halt die Bakterien zum Darmaufbau. Die sind Hammer, also 9 Euro so ein Ding. Und ja, ich habe glaube ich 30 oder 90 Kapseln drin. Und da die ja halt mehr wären, die probiotischen Kapseln, und ihr ja nicht so eine Menge im Tag gleich, habt ihr ja viel mehr von. Ja, also man spart auch noch, weil die gerade bei der Witterung machen die jetzt ja richtig Party da drinnen, ne? Also die freuen sich so, yeah, Sommer, warm, feuchte Luft und ja, also jede Drazi-Fazi mit dem Joghurt. Ja, also lasst ihn dann so 8 bis 12 Stunden, manche sagen so 12 bis 24 Stunden. Ihr braucht die auch nicht im Backofen oder jetzt irgendwie im Thermomix bei der Joghurtfunktion oder wer einen Reiskocher hat mit einer Joghurtfunktion, braucht die nicht. Das reicht einfach so draußen stehen lassen. Ich habe es immer so am Küchenfenster, weil auch so ein bisschen dann noch das warm ist oder eben halt dann auch die Sonne noch so ein bisschen dann so raufballert und das warm hält, also reicht vollkommen aus. Und dann so 8 Stunden ab in den Kühlschrank, alles fertig und dann könnt ihr das genießen. Ja. Und das war dann schon. Also, viel Spaß beim Nachmachen. Und ich glaube, ja, das gibt mal einen Vortrag zu Cashews. Weil das ist so ein lecker Zeug. Ihr könnt so geile Sachen machen. Ja. Also, abonnieren. Weiter sagen, weiterleiten. Gebt einen Kommentar, was ihr selber auch schon gemacht habt. Manchmal ist so, einige, die kontakten mich dann auch schon so an und fragen, sag mal, wie hast du das jetzt gemacht und das? Also einfach euch, meldet euch, wenn ihr irgendwie nicht weiter wisst, schreibt mir eine Message und jo, dann viel Spaß beim Nachbauen. Bis dann, tschüss.